Mein Name ist Sophia, ich bin Journalistin bei Stern TV und lebe in Köln. Und ich beschäftige mich viel mit der Flüchtlingsthematik, mit viel Leidenschaft und mit viel Überzeugung. Ich war in den letzten Jahren viel unterwegs. Ich war im Libanon, ich war im Irak, ich war vor kurzem auch in Syrien. Und ich mache das einerseits beruflich. Also ich erzähle Geschichten von Menschen, die ich dort treffe. Ich erzähle, wie es ihnen auf der Flucht ergeht, was ihre Hoffnungen und Träume sind. Das mache ich beruflich, aber ich mache privat auch einiges. Wenn mal Zeit ist, versuche ich im Rahmen von Hilfsorganisationen vor Ort zu arbeiten und bin da auch viel rumgekommen. Ja, und ab Januar werde ich Köln verlassen und werde in den Libanon ziehen, um mich noch mehr auf dieses Thema zu fokussieren. Das Thema ist heute Flow. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, okay, das passt ganz gut. Ich habe erst mal im Wörterbuch nachgeguckt, was bedeutet Flow. Da stand Strom, Fluss, Bewegung. Und ich musste da auch direkt an eine Bewegung von Menschen denken. Es ist ja so, dass sich Menschen immer über die Welt bewegen. Ich glaube, wir alle hier in dem Raum machen das freiwillig. Wir steigen in den Flieger, wir machen eine coole Reise, wir fliegen an den Strand. Es gibt aber auch ganz viele Menschen auf der Welt, die sich unfreiwillig bewegen. Eben weil sie fliehen müssen vor Krieg, vor Armut, vor Verfolgung. Das ist nichts Neues, aber ich glaube, dass sich unser Blick in den letzten Jahren darauf verändert hat. Zum einen kriegen wir viel mehr mit, dass diese Menschen sich bewegen durch Medien, durch Social Media. Und zum anderen spielt es auf einmal eine Rolle in unserer Realität, weil diese Menschen hierher kommen und nicht mehr von irgendeinem unbekannten Ort an einen anderen fliehen, sondern auf einmal in unser Land kommen, in unsere Welt und auch in unsere Lebensrealität. Für manche Menschen, vielleicht auch hier, ist es was Bereicherndes oder wir denken, wir müssen aus unserer Menschlichkeit heraus diese Menschen aufnehmen und helfen. Ja, und es gibt aber auch Menschen, die sich Sorgen machen, die Ängste haben und die vielleicht nicht wollen, dass diese Menschen hierher kommen. Es gibt verschiedene Orte auf der Welt, die der Ursprung von dieser Bewegung sind. Einen, glaube ich, kennt ihr alle, über den redet die Welt seit vielen Jahren und das ist Syrien. Ich war dort vor wenigen Monaten, ich war in Aleppo und habe dort eine Reportage gedreht für Stern TV. Und davon würde ich euch jetzt gerne kurz einen Ausschnitt zeigen, damit ihr vielleicht besser verstehen könnt, warum mir dieses Thema so wichtig ist und warum das mein Herzensthema ist. Zum Verständnis des Ausschnittes, den wir gleich angucken, ich habe einen deutschen franziskanischen Mönch begleitet, der sich schon lange dort vor Ort einsetzt, aber es war auch die erste Reise für ihn dorthin. Und unser Ziel war es, dort Kinder zu treffen, Familien zu treffen, um zu gucken, wie es ihnen dort in den Krieg geht. Und der Zusammenschnitt zeigt einmal kurz unsere Reise dorthin und wie wir dann eine Familie treffen. Und damit würde ich gerne starten. Ohne Ton. Eine Stadt in Trümmern. Letzte Woche waren wir dort. Hier leben hunderttausende Kinder. Kinder, die vom Krieg traumatisiert sind. Kinder, die alleine sind. Und Kinder, die arbeiten müssen, weil sie alles verloren haben. Mit ihm sind wir unterwegs, dem Franziskaner Pater Matthias. Es bleibt ein Grab. Und irgendwie verschlägt es einem fast die Sprache. Seit Jahren engagiert er sich, sammelt in Deutschland Geld für die Kinder aus Syrien. Jetzt besucht er sie zum ersten Mal. Ich würde diese Kinder gerne helfen, nicht dem Zuschauen, sondern helfen. Wir fliegen nach Beirut im Libanon. Von dort aus soll es mit dem Auto weiter nach Syrien gehen. Ankunft am Grenzort Arida. Hier werden wir viele Male kontrolliert. Dann dürfen wir die libanesische Grenze passieren. Wenige Meter weiter. Wir halten am syrischen Grenzposten. Hier ist Filmen strengstens verboten. Es vergehen weitere Stunden. Unsere Dokumente werden genau überprüft. Stunden später überqueren wir die Grenze in ein Land, in das sich kaum jemand mehr traut. Ab jetzt sind wir in Syrien. Aleppo am nächsten Morgen. Pater Matthias und unsere Reporterin fahren zu der Zitadelle in der Altstadt. An den Straßen hängen überall Bilder des Präsidenten Bashar al-Assad.
Er kontrolliert inzwischen wieder die ganze Stadt. Es gibt viel Militär. Von oben auf der Zitadelle kann man die ganze Stadt sehen. Nur wenige Kilometer von Aleppo verläuft die Frontlinie zu der Region Idlib, wo immer noch Krieg herrscht. Es ist das letzte Gebiet in Syrien, das von Rebellen kontrolliert wird. Dort sind derzeit 3 Millionen Menschen eingekesselt. Ein Drittel davon sind Kinder. Während unserer Dreharbeiten sehen wir immer wieder Kinder auf den Straßen, die arbeiten. Kinderarbeit ist verbreitet in Aleppo. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Dieser Mann arbeitet mit den betroffenen Kindern vor Ort. Pater Firas. Der Franziskaner weiß, warum viele von ihnen arbeiten müssen. Das Problem ist, wenn keine Eltern mehr da sind, dann müssen die kleinen Kinder Arbeit finden. Sie arbeiten, um ihren Geschwistern zu helfen, um zur Schule gehen zu können oder um Medizin zu kaufen. Einfach, um jeden Tag zu überleben. Er ist bereit, Pater Matthias und unsere Reporterin zu einer Familie zu bringen, die ein besonders schlimmes Schicksal hat. Mutter und Kinder leben in dieser Baracke. Sie haben weder Strom noch fließend Wasser. Die 13-jährige Huda darf nicht zur Schule, muss sich um ihre Geschwister kümmern, damit die Mutter arbeiten kann. Den Vater haben sie im Krieg verloren. Eine schwere Situation für die Frau. Ich bin wegen meiner Kinder sehr traurig. Sie haben ihre Chance auf Bildung verloren. Meine Tochter fragt, wieso sie nicht zur Schule darf. Ich sage, du siehst doch, wie unsere Situation ist. Er soll sich um deine Geschwister kümmern. Gemeinsam mit seiner Mutter arbeitet der 11-jährige Ahmad jeden Tag 12 Stunden in einer Fabrik für Hosenknöpfe für 7 Euro in der Woche. Ja, weil ich lesen und schreiben lernen möchte. Ich will zur Schule gehen. Ich möchte, dass er lernen kann und nicht, dass er es später bereut und mir die Schuld gibt, weil er nicht zur Schule darf. Mir sind die Hände gebunden. Ich habe keine Mittel, um für meine Kinder zu sorgen. Das frühere Zuhause der Familie liegt in Trümmern. Als eine Bombe einschlug, wurden die Kinder schwer verletzt. Der kleine Ali hat Splitter in den Kopf bekommen. Sein älterer Bruder in den Bauch. Danke fürs Gucken. Syrien war für mich wirklich so die krasseste Reise, die ich bislang gemacht habe. Ich kam hier irgendwie aus meinem schönen, luxuriösen Leben und einen Tag später stand ich auf einmal in einem der vermutlich gefährlichsten, aber auch ärmsten Länder der Welt. Ich war schon öfter in Krisenregionen, aber Syrien war für mich deshalb besonders, weil ich es als unglaubliches Privileg empfunden habe, dahin zu können und am Ende mir auch diese Geschichten anzuhören, um sie dann später zu teilen, so wie jetzt zum Beispiel mit euch. Ich glaube, wenn wir an Syrien denken, haben wir vielleicht alle irgendwelche Gedanken und Gefühle. Ich denke direkt an Zerstörung, an Angst, an Bomben oder sehe diese Bilder, die wir auch alle immer wieder gesehen haben, von toten Menschen, von staubbedeckten Körpern und so weiter. Das sind Bilder, wo man Gefahr läuft, glaube ich, sich dran zu gewöhnen, weil es schon so lange so ist und weil wir sie eben auch immer wieder auf Social Media sehen, in den Nachrichten und vielleicht auch einfach wegklicken und denken, ja, kenne ich schon. Und das ist irgendwie auch verständlich, weil es überfordert einen auch. Im syrischen Krieg sind bislang ungefähr 500.000 Menschen gestorben, also 500.000. Das ist am Ende so viel, wie wenn man jetzt komplett Essen auslöschen würde oder Nürnberg, bis auf jeden einzelnen Menschen, der dort lebt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, für mich ist es irgendwie eine Zahl, die total unbegreiflich ist. Aber ich möchte heute nicht so viel über Fakten und Zahlen sprechen, sondern über Menschen, wie eben zum Beispiel diese Familie aus der Syrien-Reportage mit diesen Kindern, die nicht zur Schule gehen können, die arbeiten müssen, die keine Kindheit haben und am Ende auch tatsächlich 2 von denen nur knapp überlebt haben. Und diese Familie, die ich da getroffen habe, das kann ich euch versichern, das ist kein schlimmes Einzelschicksal, das man sich irgendwie raussucht. Das ist die Normalität in Syrien, das ist Syrien nach 8 langen Jahren Krieg.
Ja, das war Syrien. Ich war letztes Jahr auch in dem Libanon. Da würde ich jetzt gerne mit euch mal kurz gemeinsam hinreisen. Der Libanon grenzt direkt an Syrien und kein anderes Land auf der Welt hat proportional zur Bevölkerung so viele Flüchtlinge aufgenommen wie der Libanon. Dort leben 4,5 Millionen Menschen und 1,5 davon sind Syrer. Und ich würde euch gerne einen von diesen abstrakten 1,5 Millionen Flüchtlingen im Libanon vorstellen. Das ist Abdelaziz, das ist der Junge neben seinem Vater, der zweite von rechts. Den habe ich letztes Jahr in der Grenzregion zu Syrien getroffen, in einem Camp, in seinem neuen Zuhause. Und sein Zuhause ist am Ende ein Zelt im Nirgendwo. Und das seit ganzen 5 Jahren. Vor 5 Jahren ist die Familie aus Aleppo geflohen. Und seitdem leben sie dort im Dreck, ohne alles und vor allem ohne Hoffnung auf irgendeine Perspektive und auf ein besseres Leben. Abdelaziz hat einen angeborenen Herzfehler und hat deswegen dieses Sauerstoffgerät in diesem Zelt immer neben sich stehen. Und dieses Zelt ist auch tatsächlich alles, was er sieht, weil er kann es nicht verlassen, weil er nur wenige Minuten ohne dieses Gerät keine Luft mehr bekommt. Die Familie war in Syrien, hat auf eine OP gehofft. In Syrien hatten sie auch ein gutes Leben. Sie hatten ein Dach über dem Kopf und der Papa hat gearbeitet. Ja, und dann sind die Bomben vom Himmel gefallen und sie mussten fliehen. Und das mit der OP hat dann natürlich auch nicht mehr funktioniert. Die Familie hat viele Ausgaben für lebenswichtige Medikamente, für die Maschine. Da müssen sie eine Miete tatsächlich zahlen. Sie müssen Strom in diesem Zelt zahlen und sie müssen vor allem auch Miete für das Zelt an sich zahlen. Normalerweise ist es im Libanon so, in dieser Region, dass die Kinder arbeiten gehen auf den Feldern für einen Hungerlohn, um dann für die Miete aufzukommen. In dem Fall ist es nicht möglich, weil Abdelaziz ist zu krank und seine Geschwister, die daneben sitzen, sind zu klein dafür. Deswegen schlägt sich der Papa rechts mit Bauarbeiten durch im Libanon, aber illegal, weil er darf eigentlich auch nicht arbeiten. In diesen Flüchtlingslagern im Libanon fehlt es den Menschen wirklich an allem. Aber diese Geschichte hat mich besonders berührt oder schockiert, weil sie diesem ganzen Elend noch mal einen draufsetzt, zu dem Elend, das da eh schon herrscht. Ja, aber nicht nur in der Ferne, wir waren jetzt in Syrien und im Libanon gibt es diese Geschichten, sondern auch tatsächlich vor unserer Haustüre. Ein Land, in dem ich mehrfach war in den letzten Jahren, ist Griechenland auf den griechischen Inseln. Dort leben momentan 300.000 Flüchtlinge und das hier ist ein Foto, das ich gemacht habe aus dem offiziellen Zentrum der EU auf Lesbos. Die Menschen kommen da an und da sieht es genauso aus und da leben die auch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es ist momentan auch viele in den Nachrichten, es setzen gerade wieder sehr, sehr viele Boote von der Türkei über. Manche Boote gehen unter, manche Menschen ertrinken und sterben. Andere überleben und landen dann genau da. Jetzt könnte man ja meinen, in Griechenland, EU, das ist doch super, wo ist das Problem? Es ist aber ein Problem. Ich habe tatsächlich auf der Welt wenige Flüchtlingslager gesehen, die so schlimm sind wie die in Griechenland. Die Menschen vegetieren da in den Zelten vor sich hin, es ist dreckig, es gibt Ratten, sie haben zu wenig zu essen und zu trinken und es ist wirklich unmenschlich. Und da leben auch nicht nur Menschen, sagen wir mal, die fit sind, die irgendwie diese Bootfahrt überlebt haben. Das sind auch traumatisierte Menschen, kranke Menschen und natürlich auch Folteropfer, die dann unter diesen Bedingungen leben müssen. Und da habe ich letztes Jahr ein Mädchen kennengelernt. Ihr könnt schwer sehen, sie steht hier. Ihr Name ist Paria, sie kommt aus Afghanistan und das hier ist ihr Zuhause, als ich sie getroffen habe, schon seit über einem Jahr. Also da lebt sie. Und sie hat mir erzählt, wie unfassbar kalt das Leben im Zelt ist und sie hat diesen Satz gesagt, das hier ist ein Ort für Tiere und nicht für Menschen. Und sowas von einem 11-jährigen Mädchen zu hören, war für mich unfassbar berührend und auch schockierend. Ich habe sie dann im Interview gefragt, was man so ein 11-jähriges Mädchen fragt, hast du Spielsachen? Und das war der einzige Moment während unserer Dreharbeiten, wo sie gelächelt hat. Und dann war sie ganz stolz, hat in ihrer Jacke gekramt und hat mir gesagt, ja, das hier, Steine. Dreckige, stinknormale Steine. Das war der Moment, wo sie richtig stolz war und gesagt hat, ja, das sind meine Spielsachen. Dann hat sie folgenden Satz gesagt. Ich bin alleine hier, ich muss mich beschäftigen, was soll ich sonst tun?
Ich bin einsam und versuche mir mit diesen Steinen die Zeit zu vertreiben. Da sitzt also so ein kleines, trauriges Mädchen vor dir, das in seinem Leben nichts hat außer dieser Steine. Sie hat keine Freunde und vor allem hat sie keine Hoffnung. Und wenn alles so kommt wie befürchtet, wird sie auch keine lebenswerte Zukunft haben, weil sie dort festsitzt auf der Insel. Und das sind so Momente, man erlebt vieles, wenn man dort arbeitet oder auch privat ist, aber das war für mich so ein Moment, der sich total eingeprägt hat und den ich irgendwie auch nicht vergessen konnte. Ja, das waren jetzt im Schnelldurchlauf wenige Geschichten von insgesamt 70 Millionen Geschichten. 70 Millionen, warum? Weil jetzt in diesem Moment 70 Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf der Flucht sind. Und das ist so eine Zahl, die ist so mächtig und surreal, dass ich sie irgendwie kaum begreifen kann. Das Einzige, was ich an dieser Zahl begreifen kann, ist, welches unglaubliche Glück wir alle hier haben, dass wir nicht zu diesen 70 Millionen gehören. Weil der einzige Grund, warum das so ist, der Zufall ist, dass wir in einem Land leben, nämlich in Deutschland, in dem eben kein Krieg herrscht, keine Armut, keine Verfolgung. Und das ist einfach nur Zufall. Davon nicht so betroffen zu sein, ist irgendwie erstmal ein beruhigender Gedanke, aber in mir löst er irgendwie auch eine Ohnmacht aus. Und ich denke mir, okay, was kann ich tun? Gibt es überhaupt irgendwas, das man tun kann? Kann man dagegen was tun? Und darüber würde ich jetzt gerne sprechen. Natürlich, das werdet ihr alle wissen, man kann sich ehrenamtlich engagieren. Man kann sagen, okay, ich schließe mich einer Organisation an, ich spende irgendwas, ich helfe vor Ort. Vielleicht hat jemand von euch schon mal drüber nachgedacht oder macht das auch tatsächlich. Aber realistisch gesehen kriegt man es meistens ja dann doch nicht gebacken, weil es einem irgendwie zu viel ist oder weil es nicht ins eigene Leben passt. Und ja, verständlich, geht mir auch oft so. Zweitens, glaube ich, was man meines Erachtens dringend tun muss, ist sich einzumischen in Debatten. Dieses Flüchtlingsthema ist ein emotionales Thema und ich glaube, jeder hat eine Haltung, welche auch immer. Aber ich glaube, dass wir uns einmischen müssen in diesen Debatten, sei es auf Social Media, wo viel passiert, aber auch im echten Leben. Weil es meines Erachtens Dinge gibt, die nicht diskutabel sein dürfen. Zum Beispiel, ob man Menschen ertrinken lässt oder ob man auf Menschen an Grenzen schießt. Das wird diskutiert. Ja, oder ob man Menschen zurück in Kriegsregionen schickt, so wie wir das tun, indem wir Menschen zurück nach Afghanistan schicken. Und ich glaube, völlig unabhängig davon, wo man sich in dieser Debatte positioniert, ob man Sorgen und Ängste hat oder auch nicht, sind das Dinge, die gegen unsere Werte stehen und die nicht diskutabel sein dürfen. Und ich glaube, dass man sich da einmischen muss und da für unsere Werte einstehen muss. Ja, es gibt drittens noch eine Sache, über die ich gerne sprechen möchte, von der ich glaube, die wir auch alle tun können und tun müssen. Ich wünsche mir, dass wir diese Flüchtlinge wieder zu Menschen machen. Für mich war dieser Flüchtling auch lange irgendwie was Abstraktes. Ja, das sind irgendwie Menschen und die fliehen und die wollen in Sicherheit leben. Okay, das ist irgendwie verständlich. Aber was sind das eigentlich für Menschen? Und sind die wirklich wie wir? Und um uns das wieder klar zu machen, glaube ich, müssen wir ganz dringend bei unserer Sprache ansetzen und über unsere Sprache nachdenken. Zum Beispiel das Wort Flüchtlingskrise. Das lesen wir ständig, das benutzen wir alle, ich auch. Aber dieses Wort Flüchtlingskrise und auch Flüchtling ist inzwischen zu einem Kampfbegriff geworden in dieser ganzen Debatte und ist negativ konnotiert. Der Flüchtling ist irgendwie abstrakt und unnahbar, es ist irgendwie eine Masse. Und dieser unnahbare, abstrakte Flüchtling steht am Ende auch für eine Krise, also für etwas Negatives. Dieser Begriff ist nicht mehr neutral. Oder das Wort Flüchtlingswelle. Eine Welle, was ist das? Das ist eine Welle, die auf uns zukommt, auf die blicken wir machtlos, wir können sie nicht beeinflussen. Aber wir müssen uns klar machen, dass es bei einer Flüchtlingswelle um Menschen geht, wie die ich euch gerade vorgestellt habe, die am Ende Zuflucht suchen. Oder was man auch immer wieder liest, sei es von der CSU zum Beispiel, Asyltourismus, aber nicht nur in der Politik, auch Medien, also auch im Journalismus oder auch in normalen Gesprächen, Flüchtlingsmassen. Illegale Migranten,
und Begriff, den ich gerade in den letzten Wochen und Monaten immer wieder höre und auch lese, auch bei ganz gängigen Medien. Wir müssen unsere Außengrenzen sichern. Jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich mir, okay, wir müssen unsere Grenzen sichern. Vor was? Vor Familien, vor Menschen, vor Kindern? Vor Kindern, die am Ende bereit sind, in ein Boot zu steigen und den Tod in Kauf nehmen? So, vor denen müssen wir unsere Außengrenzen sichern. Das finde ich ganz schwierig, diese Begriffe, weil jeder dieser Begriffe irgendwie relativierend und abgrenzend ist. So, die sind nicht wie wir, die sind fremd, die sind anders, die sind irgendwie auch unmenschlich. Und ich glaube, dass es eine Tatsache ist, dass uns alle diese Worte beeinflussen, die wir benutzen und die wir hören, sei es unbewusst oder auch bewusst. Natürlich kann man sagen, dass in unser Land Menschen kommen, darüber wird auch viel diskutiert, die sich nicht richtig verhalten. Und natürlich treffen verschiedene Kulturen aufeinander. Und natürlich ist es die Aufgabe von uns allen, sowohl von den Flüchtlingen als auch von uns, dass wir eine gute Integration hinbekommen. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass das alles weniger gut funktionieren wird, wenn wir diese Menschen im Vorfeld durch unsere Sprache entmenschlichen. Und das ist mir total wichtig, dass wir das nicht tun. Jetzt könnte man meinen, okay, die Sprache ist abgestumpft, aber es gibt ja noch Bilder. Bilder aus dem Krieg, Bilder, die Menschlichkeit erzeugen in uns. Aber für die Menschen, die sich noch nicht an diese schrecklichen Bilder gewöhnt haben, was ja zwangsläufig passiert, wird geraten, und da möchte ich ein Zitat vorlesen, wir müssen diese harten Bilder aushalten. Das hat nicht irgendein Rechter gesagt, das hat kein AfDler gesagt, sondern das hat unser Innenminister im Jahr 2016 gesagt. Und er bezog sich damals auf das Flüchtlingslager Idomeni. Das war ein Lager an der griechisch-mazedonischen Grenze, in dem ich auch ein halbes Jahr lang war. Er sagt, wir müssen diese harten Bilder aushalten. Er bezog sich damals auf diese Bilder. Da ist es in dem Lager eskaliert, die Menschen wollten über die Grenze. Und es waren Bilder von weinenden Kindern in Tränengaswolken oder Bilder von Blendgranaten, die zwischen der Zelte der Familien explodieren. Und ich für mich will diese Bilder nicht aushalten und ich will drüber sprechen. Ja, als ich in Idomeni damals war, ein halbes Jahr, ich habe da für eine Hilfsorganisation gearbeitet, habe dann aber auch für Stern-TV Filme gedreht, habe ich diese junge Frau kennengelernt, die ich euch noch gerne zum Ende vorstellen möchte. Das ist Linov. Linov war da 20 und kommt aus Aleppo. Und sie hat in Aleppo Zahnmedizin studiert, ihr Traum war, Karriere zu machen. Sie ist gerne shoppen gegangen, gerne ins Kino, gerne Party machen mit Freunden. Es war einfach ein junger Mensch mit Träumen, so wahrscheinlich viele von euch. Ja, das war ihr Leben, bis die Bomben vom Himmel gefallen sind, bis ihr Vater vom IS getötet wurde und bis sie fliehen musste. Und das war der Mensch, der Moment in ihrem Leben, wo sie vom Menschen, wie wir, zum Flüchtling wurde. Zum Teil von dieser abstrakten Masse, von dieser Welle, von der wir unsere Außengrenzen sichern müssen. Und ich habe mich damals gefragt, weil ich war viel mit ihr unterwegs im Lager, sie hat für mich übersetzt, wir haben viel zusammen gemacht, zusammen gearbeitet. Ich habe mich damals gefragt, könnte das nicht auch dein Leben sein, Sophia? Und klingt das nicht irgendwie vertraut wie unser aller Leben, das Leben, das sie da geführt hatte in Syrien? Und ich glaube, dass jeder von euch in diesem Raum jemanden treffen könnte, der ähnliche Träume hat oder eine ähnliche Geschichte oder ähnliche Sehnsüchte, ähnliche Fähigkeiten. Und deswegen habe ich in diesen Flüchtlingslagern auf der Welt, in denen ich war, eine vielleicht naive, aber für mich sehr wichtige Erkenntnis getroffen. Nämlich, dass es keinen einzigen Unterschied zwischen uns und den Geflüchteten gibt. Und ich sage bewusst Geflüchtete, weil ich mir versuche anzugewöhnen, dieses negativ konnotierte Flüchtling weniger zu verwenden. Der einzige Unterschied ist zwischen denen und uns, dass wir das Glück haben, dass von unserem Himmel keine Bomben fallen. Das ist der einzige Unterschied. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, mit dem Wenigen, was wir tun können, dass wir zumindest anfangen, wieder über unsere Sprache nachzudenken und dass wir diese Bilder aushalten. Ich persönlich will nicht über Flüchtlingskrisen sprechen, auch nicht über Flüchtlingswellen und ich will auch nicht darüber sprechen, dass wir unsere Außengrenzen vor irgendwelchen Menschen schützen müssen.
Ich will mich daran erinnern, dass es Menschen wie wir sind und deswegen habe ich euch die anderen vorher vorgestellt. Ich will über Lilov sprechen, ich will über die Familie aus Syrien sprechen oder über den Jungen aus dem Libanon. Ja, und das ist so meine Message des Ganzen. Ich wünsche mir einfach, dass wir uns daran erinnern, dass das auch wir sein könnten. Ja, das war sozusagen das Wichtigste von meiner Seite. Ich weiß, dass es ein streitbares Thema ist, dass es bestimmt auch für einige ein emotionales Thema ist. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir die Zeit, die wir noch haben, keine Ahnung, vielleicht will jemand was fragen oder ihr wollt darüber diskutieren. Jetzt wäre der Moment gekommen.